Im Zentrum des heutigen Donauparks, in der Nähe des Donauturms, findet sich ein fast unscheinbar anmutendes Architekturjuwel. Der Pavillon am Irissee. Das heutige Korea Kulturhaus und ehemalige Seerestaurant ist eines der letzten noch erhaltenen Beispiele der Freizeitarchitektur der Nachkriegsmoderne in Wien und in Österreich. Es ist mitten im Donaupark und anlässlich der Wiener Internationalen Gartenschau 1964 errichtet worden. Nach dieser Ausstellung wurde das Gebäude zunächst weiter als Restaurant und später als Fitnessstudio genutzt, bevor es mehrere Jahre leer stand. Vom Abbruch bedroht, nahm sich die koreanische Gemeinde Wien dem landschaftlich schön gelegenen Objekt an. Wir haben eine sehr kleine Community und wir haben gedacht, wir brauchen irgendwie wie Heimatgefühl und ein kleines Korea. Also nachdem wir auch angeschaut haben von oben im Donauturm, das war so schön mit dem Wasser und wir nehmen, ja. Und es war sehr schwer, dieser ganze Prozess, Denkmalamt und, ja. Aber die waren alle sehr hilfsreich. Mit Unterstützung des Bundesdenkmalamts und finanziellen Einsatz der koreanischen Gemeinde wurde das Gebäude restauriert und 2012 von Bundespräsident Heinz Fischer eröffnet, der im Vorfeld als eine Art Vermittler auftrat. Der Bundespräsident hat es sehr nett bei der Eröffnung erzählt, dass er gemeinsam mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen mit Ban Ki-moon wandern war. Er kennt ihn nämlich noch von der Zeit, wo Ban Ki-moon Botschafter in Wien war, und es waren sie gemeinsam wandern, und Ban Ki-moon hat ihn gefragt, ob der Bundespräsident eine Location weiß für ein koreanisches Kulturzentrum. Und spontan hat der Bundespräsident eben zum Handy gegriffen am Berggipfel oben und hat den Bürgermeister von Wien, den Herrn Häupl, angerufen. Und er hat spontan seine Unterstützung zugesagt, einen passenden Ort zu finden. Durch die vorangegangene restauratorische Instandsetzung war man vor eine besondere Herausforderung gestellt. Schließlich wurde die Stahl-Glas-Konstruktion zusätzlich mit traditionell koreanischen Elementen erweitert. Einerseits wurde die Substanz erhalten, quasi es wurde eben auch wieder rückgeführt nach dem ursprünglichen Erscheinungsbild, aber es wurde auch erweitert von einem sehr berühmten koreanischen Architekten Seung. Er hat eben ein Teehaus angestellt oder angebaut quasi, also die Fassade, die eben auch nicht so repräsentativ ist quasi, dort hat er eben eine Veränderung durchgeführt mit einer Architektur bzw. auch Malereien, die in Bezug zur koreanischen Kultur herstellen. Auch nach seiner architektonischen Umnutzung sollte sich das Gebäude sein Bild von der Einbettung in die Natur bewahren. Ganz im Sinne der fernöstlichen Philosophie. Ein Vorhaben, das geglückt ist.